Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Lana. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid heute zu einem neuen Video von mir. Wer kennt es nicht, man kommt irgendwie aus dem Urlaub heim und es ist irgendwie spät in der Nacht und man hat irgendwie noch nicht eingekauft, der Kühlschrank ist leer. Was sind die Lebensmittel, die man unbedingt immer zu Hause haben sollte, ganz unabhängig davon, ob jetzt Urlaub oder nicht? Das sind also die Notfalllebensmittel, wo du eben nicht zu irgendwelchen Fertiggerichten greifen musst, sondern wo du dich trotzdem immer gut ernähren kannst, die du aber auf Vorrat haben kannst, ja? Ganz, ganz wichtig, Leute. Und Tipp Nummer 1 ist Obst. Klar, Obst in frischer Version ist natürlich immer super. Ich habe immer was da, hol mir das aber auch immer frisch. Aber was ich auch immer da habe, ist Tiefkühlobst, ja? Ich zeige euch mal ein bisschen was. Und zwar einmal natürlich die Himbeeren, ja, die kann man sich schön auftauen und zum Beispiel über ein Porridge geben oder auch einen Smoothie draus machen. Oder Leute, ja, was ich immer zu Hause habe, wenn der kleine Süßhunger mal kommt, dann habe ich immer meine Tiefkühlbananen, ja, bitte nicht lachen, das sind einige, aber ich mache mir damit auch super viele Sachen. Also damit mache ich mir zum Beispiel eine Ice Cream, ich kann mir damit ein Smoothie machen und das habe ich immer zu Hause, da muss ich nicht erst schauen, oh, jetzt habe ich unreife Bananen gekauft, aber jetzt habe ich Lust auf einen Smoothie. Wenn die überreif sind, ja, und man hat sich irgendwie so ein Bündel gekauft und hat nicht alle aufgegessen, dann macht man sich einen Smoothie aus den Tiefkühlbananen. Also das liebe ich. Also an erster Stelle hat man quasi immer das Obst und an zweiter Stelle, was ihr immer zu Hause haben solltet, sind Leute die guten alten Haferflocken, ja. Also die habe ich wirklich immer da, das ist ein Notfallfrühstück für mich, wenn ich zum Beispiel jetzt keine gekeimten Sprossen da habe oder wenn ich keine Lust habe auf einen Smoothie, ja, was ja kalt ist und mir vielleicht auch was Warmes machen möchte. Dann gieße ich einfach Haferflocken auf mit warmem Wasser oder koche die kurz auf. Dazu braucht man dann auch nicht unbedingt eine Milch, wenn man jetzt zum Beispiel verreist ist. Dann mache ich mir so ein paar Tiefkühlhimbeeren drüber, vielleicht noch ein paar Nüsschen, ja, und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 3. Und das sind für mich Nüsse, Leute, ja. Nüsse und Samen, also ich habe hier einmal Walnüsse, ich habe hier Mandeln, ich habe auch Erdnüsse zu Hause, ich habe Pekannüsse zu Hause, ich habe Sonnenblumenkerne, ich habe Kürbiskerne daheim, Leute. Und das ist für mich sowohl ein Snack zwischendurch, der super gesund ist und man nicht irgendwelchen Salzstangen und Crackern und Co. greifen muss, aber auch zum Beispiel übers Porridge, übers Müsli oder was ich super gerne mag, über den Salat, so Samenmischungen. Das ist also auch Platz Nummer 3, was ihr immer zu Hause haben solltet und was aber auch nicht schlecht wird. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 4 und das ist Gemüse, Leute. Klar, frisches Gemüse ist super, super wichtig und ich muss sagen, dass bei mir 3 Kühlschrankfächer voller Gemüse immer voll sind. Also unten die Schublade, ganz klar, und dann habe ich noch 2, die sind voller Gemüse. Ja, Tomaten, Gurken, Paprika, Rotkohl, Kohlrabi, Rüben, Radieschen, ihr wisst, was ich meine. Alles, was so der Laden hergibt, hole ich mir. Ah ja, Karotten müssen auch immer dabei sein. Aber ich habe auch immer für den Notfall, wie gesagt, wenn man mal weg ist oder so, habe ich auch immer Tiefkühl-Gemüse daheim. Jetzt hier zum Beispiel Grünkohl und zum Beispiel die Edamame, ja, die man sich einfach so kochen kann und dann mit ein bisschen Salz necken kann. Was ich gestern aufgegessen habe, ist Tiefkühlspinat. Habe ich auch immer daheim, ja. Du kannst dir zum Beispiel mit Grünkohl und mit ein bisschen Banane schon einen super Smoothie machen, ja. Oder du nimmst Spinat oder so Kaisergemüse, was auch tiefgefroren ist, und machst es dir mit einer Beilage. Und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 5, Leute. Ich habe hier stellvertretend, habe ich hier Quinoa, ich habe braunen Reis, auch mit Leinsamen draufstehen. Und ich habe die Buchweizennudeln, Leute, übrigens Buchweizennudeln, ne? Bin ich in letzter Zeit draufgekommen. Die schmecken so gut, ne? Also ohne Mist. Die sind aus 100% Buchweizenmehl und die liebe ich einfach nur. Und wenn du dir sowas schnell machst, vielleicht mit Spinat oder mit so Kaisergemüse, irgend so ein Tiefkühlgemüse, was man immer dabei haben sollte, dann vielleicht noch ein bisschen Soßen, die man ja immer zu Hause hat, die werden ja nicht schlecht, so Sojasauce oder solche Sachen.
dann hast du schon ein Essen, ein super gesundes, ja, und musst nicht irgendwie abends nochmal hier zu dir irgend so eine Pizza bestellen oder so, ja, wenn du keine Zeit mehr hattest, einkaufen zu gehen. Also das sind, Leute, meine 5 Dinge, die ich immer zu Hause habe. Die werden auch dann immer sofort nachgekauft, wie zum Beispiel der Spinat, der jetzt ausgegangen ist. Den hole ich mir einfach, auch wenn ich jetzt direkt nichts damit kochen möchte heute. Aber der ist dann schon mal da und das ist mein Lifesaver quasi, wenn es um Notfälle geht oder wenn es um schnelle Essenszubereitung geht. Ja, Leute, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt diese 5 Lebensmittel auch immer da rein. Wenn nicht, dann besorgt euch die und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche Rezepte habt, die man mit diesen Lebensmitteln kombinieren kann. Vielleicht irgendwas super Leckeres, wo ihr sagt, Mensch, das mache ich mir wirklich immer. Das ist mein Notfallplan Nummer 1. Das würde mich wirklich interessieren. Ansonsten sende ich euch ganz, ganz liebe Grüße. Macht's gut. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir das kurz durch einen Daumen nach oben zeigt. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Startet gesund, munter und voller Energie in den Tag. Macht's gut. Ciao. Eure Lana.